zwischen Rapid und Everton in Rotterdam. Nach der gestrigen Enttäuschung täte ja ein Erfolg heute dem österreichischen Fußball ganz besonders gut. Der Kommentator in Rotterdam ist jetzt Gerhard Zimmer. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde in Rotterdam. Hier haben Sie die Aufstellung von Rapid: 1 Kontel, 2 Leiner, 3 Gager, 4 Brauneder, 5 Weber, 6 Chinas, 7 Grancha, 8 Rüstic, 9 Kranke, 10 Weinhofer und 11 Backholt. In dieser Grundaufstellung bestreitet Rapid das erste Europapokalfinale seiner Geschichte im Europapokal der Cupsieger. Denken haben wir leider versäumt am Insert. Ich liefere sie jetzt nach mit Nummer 1 im Tor Southall, mit der Nummer 2 Stephen, mit der Nummer 3 Van den Haue, mit der Nummer 4 Radcliffe, mit der Nummer 5 Mountfield, mit der Nummer 6 Reed, mit der Nummer 7 Stephen, mit der Nummer 8 Sharp, mit der Nummer 9 Gray, mit der Nummer 10 Bracewell und mit der Nummer 11 Sheedy. Im Bild haben sie den italienischen Schiedsrichter Paolo Casarin, unterstützt an den Linien von Rosario Lobello und Pierluigi Magni. Die beiden Mannschaftskapitäne Radcliffe rechts und Hans Kranke beim Wimpeltausch. Es ist also soweit. In wenigen Minuten greift zum zweiten Mal in der Europacup-Geschichte eine österreichische Mannschaft nach einem Europapokal. Nach der Austria 1978 ist heute Österreichs Rekordmeister Rapid im Pokalsiegerbewerb an der Reihe. Die Wahl gewonnen hat, wie wir hier entnehmen, der Kapitän von Everton, Kevin Radcliffe. Schauplatz dieses Ereignisses ist das gleiche Stadion, in dem Österreichs Fußballnationalmannschaft vor 14 Tagen gegen Holland mit einem 1:1 die letzte Weltmeisterschaftsqualifikationschance gewahrt hatte, die dann gestern durch den 1:0-Sieg der Holländer in Budapest zunichte gemacht wurde. Aber Rapid steht zum Unterschied zur Nationalmannschaft vor 14 Tagen hier nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern am absoluten Höhepunkt der Clubgeschichte. Hier Michael Kontel im Tor, 23 Jahre alt, hat erst wenige Spiele für Rapid in der Kampfmannschaft bestritten, darunter 2 Europapokalspiele. Und er steht vor der Bewährungsprobe hier in einem Endspiel. Mit Nummer 6 haben wir gesehen Peter Reed. Er ist Mittelfeldregisseur bei Everton. Bestehen die Chancen? Nun, man muss sagen, der neue englische Meister Everton ist sicher 60-40 Favorit. Die Engländer sind es nicht nur aus ihrer Sicht, sie sind es auch in der objektiven Beurteilung der europäischen Fußballexperten. Das Spiel beginnt mit einer Trauerminute. Es beginnt mit einer Trauerminute für die Brandkatastrophe im Stadion von Bradford am vergangenen Wochenende, wo über 50 Personen den Tod gefunden haben. Anstoß und spielt von links nach rechts. Sie haben der Aufstellung entnommen, dass Rapid ohne Antonin Spanninger spielen muss.